Gut, Katzen sind ja ganz spezielle Tiere, hören auch viel Musik, sind auch sehr belesen, sehr kunstsinnige Wesen, teilweise auch ein bisschen, die zieren sich manchmal oder sind ein bisschen bitchig, ich weiß nicht, ob man bitchig sagen darf, aber halt so ein bisschen eigensinnig so. Manchmal schlafen sie auch nur den ganzen Tag, sind ein bisschen so Prinzessinnen. Was für Musik entspricht diesem Katzendasein am ehesten? Katzencharts Nummer 1, Katzencharts Numero Uno ist Cat Dings, aber auch immer wieder mal König der Löwen. Ist auch sehr berühmt, ja, es ist auch ein kurzer Track, dort nur 2 Sekunden und ein bisschen was, aber ist ein Hit. Und bei jeder Party muss das der erste Katzentrack sein, letzte Katzentrack und auch der mittlere Katzentrack. Problem, bei den meisten Partys weiß man nicht, wann ist die Mitte. Da raufen sich dann die DJs, wenn die sagen, ja, jetzt muss ein Mittelkatzentrack her. Und dann sagt, nee, ist noch zu früh. Dann sagt, ist schon viel zu spät. Und Katzen-Tracklistings, schwierige Sache. Katzen sind auch sehr, 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 wie soll ich sagen, wenn es um verschiedene Musik-Fables geht, ja, kann schon mal ein bisschen Blut fließen. Wir haben nicht umsonst Krallen. Und ja, also da verstehen wir auch keinen Spaß. Und drum, ja, manchmal muss auch eine Katze sterben, ja. Ja, oft sogar, also. Immer wieder mal, immer wieder mal. Ich habe da auch keine große Reue. Und da muss man auch nach vorn schauen. Ich bin auch bei mehreren Begräbnissen gewesen von Katzen, die ich selbst getötet habe. Und alles so, hey, cool, alles passt, alles easy und so. Ist ganz normal. Ja, ist so. Man hat ja auch so, sagt man ja auch, 7 Leben als Katze. Genau, man darf das nicht so streng nehmen, weil die gräbt man mal ein und am nächsten Tag gräbt sich die eh wieder aus. Und wenn, sagen wir mal, ab und zu erwischt man dann das 7. Leben von so einer Katze, Pech gehabt. Habe ich nicht gewusst. Schau, die meisten haben ja diesen Ausweis nicht dabei. Eigentlich haben ja alle Katzen haben eigentlich einen Ausweis bei sich zu führen, in wievielten Level sie sind, ne? So, und wer jetzt schon im 7. Level ist und also das letzte Leben nicht mehr verlieren darf, derjenige sollte eigentlich ja, so diesen Ausweis bei sich tragen. Aber man fragt dann ja auch nicht. So in der Hitze des Gefechts, du fragst ja nicht, kann ich mal den Ausweis sehen? Ja? Da ist dann einfach die Frage Blur oder Radiohead. Und ich meine, dann muss man auch mal, ja. Und stell dir vor, jemand sagt Oasis oder so und dann, boah, ey, dann mischen sich alle ein, alle. Dann, ey, ich hab schon Sachen erlebt auf Katzenmusik-Events. Krass. Gibt auch Katzenmusikkritiker. Es sind meistens sehr frustrierte Idioten. Und aber nicht nur. Ja, also das ist so, manche sind auch so und manche sind anders und Katzengras, Kalimba, ja, auch, ja, auch, ja. Katzen und Dinosaurier haben irgendwie eine besondere Verbindung zueinander, oder? Ja, ich finde, also Katzen sind ja Dinosaurier. Wenn man jetzt erdgeschichtlich zurückgeht, der Mensch, der ist ja ein Furz in der Geschichte, kommt ja erst seit, sag ich mal, vorgestern. Und Katzen und Dinosaurier teilen sich ja so einen Stammbaum und Eltern, Freunde, Bäume, Plätze, öffentliche Verkehrsmittel, immer schon. Interessant, okay. Bei Katzen ist es ja so, dass sie die Krallen, könnt ihr das willkürlich steuern, ob ihr die Krallen ausfahrt oder nicht, oder ist das quasi so ein Reflex? Es ist so ein bisschen wie die Menschen mit den Ohren wackeln. Man kann das besser trainieren. Also jeder Mensch kann ein bisschen mit den Ohren wackeln. Und so eine richtige Katze kann halt wirklich so Wolverine-mäßig so. Also so. Ja.
gibt's gute und schlechte Katzen. Ich bin, wie gesagt, ich war bei der Katze Küre und bei mir sieht das immer ein bisschen halblustig aus, weil ich manchmal bei den Fingernägeln hier beiße, darum ist es so ein bisschen, aber dann Krallen beiße und darum ist es eine gewisse Unregelmäßigkeit. Ja. Stimmt das, dass Katzen Wasser überhaupt nicht mögen, oder? Ja, aber in manchen Situationen, zum Beispiel wenn Katzen getauft werden, lieben sie das. Katzen sind ja totale Katholiken. Und bei Katzen ist es eher so, sie lieben Wasser, aber sie scheuen das Wasser, weil es ihnen zu sakral ist. Also man verwechselt das aus menschlicher Perspektive, schaut das jetzt aus, als würden die nicht reingehen, es ist ihnen zu wichtig. Mhm. Das ist einfach. Das macht Sinn, ja. Ja. Mhm. Also man hört manchmal so Geschichten vom Land auf einem Bauernhof, wenn es dann zu viele Katzenjunge gibt, dass die einfach ertränkt werden. Stimmt das? Wir haben eine Petition gestartet. Als Wiener Katzen haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir dann mit einer gewissen Hochnäsigkeit auf das Land so ein bisschen runterbrunzen können. Das ist so ganz normale Entwicklung der Dinge. Und wir haben eine Petition gestartet. Wir fahren ja nicht aufs Land, also wir reden ja eher so in so einem romantisierenden Stil davon. Und wenn wir aufs Land fahren, dann fahren wir eher so ein bisschen so Hotel und so Bad Ischl und so. Und aber vom Land nein. Und deswegen. Mhm, ja, okay. Verstehe. Macht voll Sinn. Ja, ja, macht Sinn. Es ja. Ist, ja. Sind Hunde wirklich so, also sind Katzen wirklich so intelligent und Hunde so ganz dumme Tiere? Kann man das aus Katzensicht auch bestätigen? Also Hunde sind sehr praktisch, weil sie eben, ja, das stimmt schon, weil sie nicht ganz die hellsten sind, aber sie sind auch sehr praktische Gegenspieler, weil man sie abschätzen kann. Also man kann sie abschätzig sehen. Okay, angeblich ist das ja auch so, wenn eine Katze auf einem Menschen liegt und dann schnurrt sie, dann geben sich diese Vibrationen weiter und das ist gesund, wie wenn ein Mensch, manche Menschen liegen den ganzen Tag in der Badewanne. Ja. Katzen tun halt den ganzen Tag schnurren oder wollen den ganzen Tag eigentlich nur schnurren und so ja. Chillen eigentlich quasi. Warum? Weil es geil ist. Katzen haben einfach, sind so sehr, das Schnurren, das ist ja eine ganz bestimmte Wellenlänge. Nicht nur eine bestimmte Wellenlänge, eine bestimmte Wellentiefe. Und das Interessante, was ja viele Leute nicht wissen, das ist angesiedelt zwischen und jetzt kommt's. Das ist, glaube ich, jetzt eine für Menschen neue Information, Ohren aufsperren. Das Schnurren von Katzen ist beim Wellenspektrum angesiedelt zwischen Schall und Licht. Oh. Oh. Ja. Und das ist Schiss-Nit, weil, das heißt, man kann es hören und man kann es sehen und es ist eigentlich der Heilige Gral. Ah, der Heilige Gral. Ich habe auch hier den Heiligen Gral. Wenn ihr euch mal gefragt habt, wo ist eigentlich der Heilige Gral? Ist eine Leihgabe von Hubert, eben meinem Katzenpapa vom Trojanischen Pferd. Der hat den Heiligen Gral schon seit er Kind ist, hat er den Heiligen Gral und der wiegt aber sehr schwer. Nur weil ich jetzt eine Katze bin, dass ich den so locker nehmen kann. Für einen Menschen, oh, der wird den erdrücken. Und es soll wohl so sein, dass auch das Thema von schweren Lasten auf dieser Pferdeplatte Numero 4 eine große Rolle spielt. Habe ich mir von einem Dinosaurier so ein bisschen ins Ohr flüstern lassen und dabei parallel Weihrauch gerochen. So hat mich diese Kunde ereilt, dass wohl diese Pferdeplatte sehr schwer ist und sich auch erleichtert über dem Zuhörer. Aha.
Okay. Aber nicht nur. Es ist auch eine streichelweiche Platte. Es ist auch eine katzenmäßige Platte. Es ist eine Platte voller Love, Peace and Understanding. Es ist viel Liebe drauf und auch Toastbrot. Und das Gewicht der Welt ist manchmal ganz viel, ganz viel, ganz viel. Manchmal ist es ganz wenig. Manchmal ist das Gewicht der Welt, wie soll ich sagen, wie so ein morgentauender Dunst in einem finnischen Bergwald. Kommt ein Bär vorbei, sagt Hallo. Und alle sind aber ganz entspannt, weil es ist ein finnischer Bergwald. Ja. Mhm. Sind eigentlich Katzen, also Hauskatzen, neidisch auf Großkatzen, weil die eigentlich, das eigentlich sind ja Großkatzen die richtigen Katzen und Hauskatzen sind nur so die Fake-Katzen eigentlich. Stimmt das? Wir Katzen haben das Wort domestizieren völlig gestrichen. Für uns ist das ein Wort, das einfach, wie soll ich sagen, wir Katzen haben ja eine Katzical Correctness und jeder denkt sich halt so sein, wir haben unseren eigenen, für uns gilt das nicht. Was heißt domestiziert? Ich meine, wir Katzen haben uns das alles ausgedacht, damit die Menschen drumherum eiern und unser Katzenklo reinigen. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen, als dass einfach wir, die Menschen, gut im Griff haben. Mhm. Das ist eigentlich fast die spannendste Frage des Universums, die wahrscheinlich Katzen dann besser beantworten können als andere, ob eben sich die Welt um einen dreht oder ob man selber quasi sich in der Welt immer mitdreht oder sowas. Also ich kann es jetzt auch nicht ganz ausdrücken, aber Katzen ist es wahrscheinlich geläufiger, dieser Gedanke, ob jetzt... Also das klingt jetzt ein bisschen nach diesem selbstverliebten Kram, den der Hubert mit dieser Band macht. Ja? Der singt ja so, als würde alles um ihn rotieren. Sehr anmaßend. Sehr, sehr anmaßend. Hier ist es ja auch manchmal ein bisschen peinlich, was der macht. So, aber wie gesagt, jeden Tag in der Früh, jeden Tag am Abend, stellt er mir das Futter hin. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Naja, ich meine, Futter hinstellen können viele. Also nein. Der ist pünktlich. Der ist pünktlich. Wenn der Hubert was sagt, macht er das auch. Wirklich. Ganz, ganz bestimmt. Und er hat noch nie im Zorn nach dir getreten oder nein, so? Nein. Der ist selbstverliebt, aber nicht aggressiv. Nein. Selbst wenn du neben die Türe scheißt, ist er nicht böse? Ach, das habe ich, als ich jünger war, ein paar Mal gemacht, aber das macht ja auch gar nicht so viel Spaß. Mittlerweile scheiße ich ja eigentlich nicht mehr in die Tür. Nein. Ich habe mal aus Versehen in die Badewanne gebrunzt, da war er schon böse. Mhm. Da hat er mich dann genommen, und es war die Pisse war schon eingetrocknet, in der Badewanne, hat er mich genommen und mit dem Kopf so mal drüber geschliffen. In die halb eingetrocknete Pisse, sodass dann so dieses dunkelgelbe Restsekret sich da über meine Schnauze verteilt hat. Na, muss ich nicht nochmal haben und deswegen, I've learned my lesson und ja, deswegen, nee, Hubert ist okay, Hubert ist, also okay ist relativ okay, ist er nicht, aber er ist nicht aggressiv. So. Mhm. Ja. Das Interessanteste an Katzen oder eines der interessantesten körperlichen Merkmale sind auch die Schnurrbarthaare. Das sind quasi ja so Haare, mit denen sie fühlen können, auch Distanzen abchecken. Wie sind deine Schnurrbarthaare jetzt gerade? Bei mir ist es ja so, dass ich nicht sehr symmetrische Schnurrbarthaare habe. Jetzt kann man sagen, das ist hässlich.
Aber ich sag mal, das ist irgendwie auch nett. Und ich fühle gar nichts. Auf den Schnurrbarthaaren null. Ist nur aufgemalt. Aber ich spüre was. Also ich fühle nichts, aber ich spüre was. Was ist der Unterschied zwischen spüren und fühlen? Ja, schon. Großer Unterschied, wichtiger Unterschied, weil spüren ist dreidimensional. Das geht natürlich mit aufgemalten Fühlern nicht. Aber spüren, fühlen, ach egal. Das andere, das kann man auch fühlen. Das muss man nicht spüren. Okay, macht sehr viel Sinn.